So Leute, jetzt gibt es, was wäre, wenn du 2000 Kilogramm wiegen würdest? Von hier ist Arnold, schaut dort unbedingt vorbei. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ballern wir natürlich rein. Und Arnold, auf was für Seiten bist du da jetzt gerade? Was ist... Los. Oh Leute, und noch eine kurze Info. Ab morgen, also Sonntag, den 4.7. ab 10 Uhr, kann man die Sommerbox vorbestellen. Wollte ich nur kurz erwähnen, auf paluten.shop. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Hier ist Arnold. Lolita 97 hat ihn verbannt, nachdem er sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte und ihre Seite mit Liebeskommentaren füllte. Und du hast dich ja gut erholt und deinen Kummer mit Eis besiegt. Oh, das ist doch ein Ich esse auch immer sehr gerne Eis. Ich muss auch sagen, Essen macht ja schon manchmal, also macht schon glücklich, wenn man dann so einen geilen, leckeren Eisbecher wegfetzt. Zeichnetes Thema für diese Folge. Mal sehen, wie viele Kilos du zulegen kannst. Kurz und knapp. Um zuzunehmen, musst du mehr und mehr Kalorien zu dir nehmen. Gut, das ist jetzt nichts Großartiges. Also. Aufgrund deines Gewichts und faulen Lebensstils reicht es aus, 6 Snickerriegel pro Tag zu sich zu nehmen, um an Gewicht zuzunehmen. What? Ich muss nur 6 Snickers essen und schon... werde ich dicker? Okay. Also ich bin ja jemand, ich gönne mir auch gerne mal irgendwie das ein oder andere Leckere, aber muss auch immer so ein bisschen die Balance finden, weil sonst, das ist, auf Dauer ist das nicht gut, Alter. Wenn du 300 Kilogramm erreichst, solltest du bis zu 14 Riegel pro Tag mampfen. Und wenn du 2000 Kilogramm erreichen willst, das musst du nicht. essen. Ich glaube, der dickste Mensch der Welt war irgendwie mal... 400 Kilo oder so, oder 500, aber 2000? Bis zu 17.000 Kalorien pro Tag. Alter. Niemand hat jemals eine solche Masse erreicht. Außer Arnold. 2000 Kilogramm würden einfach deinen Körper zerstören. Fett wird deine Organe und Venen komprimieren und du erstickst. Deine stärksten Knochen, die viermal stärker sind als Beton, brechen. Unsere Knochen sind viermal stärker als Beton? Alter, ich bin einfach Beton, Mann. Wenn du versuchen würdest zu stehen. Was ist denn mit dieser Folge, Arnold? Alter, reiß dich mal zusammen. Kannst du nur ein paar Sekunden überleben, bis dich das Fett vollständig zerdrückt. Krass. Also lasst uns ein bisschen absaugen. Ja. Du kannst dir von deiner Mutter einen BH leihen. Je fettreicher der Körper ist, desto intensiver werden weibliche Hormone gebildet. Echt? Das wusste ich gar nicht. Die Brust wird vergrößert, die Stimme wird höher und dein Freund da unten, der wird am Morgen nicht mehr mit der Sonne hochgehen. Was passiert denn da? Lolita 97 scheint einen sehr eifersüchtigen Ehemann zu haben. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit dieser Folge. Ich meine, es ist alles Cartoon-Style und es wird jetzt ja auch nichts gezeigt. Aber das ist schon interessant, die Folge, was für eine Storyline die hier wählen. Auf jeden Fall, Leute, ne, Sport ist immer gut. Immer nicht. Keine Panik, dein Körper hat genug Fett, um 3 Jahre lang ohne Essen auszukommen. Was? Du musst nur Vitamine einnehmen und Wasser trinken. Ernsthaft? Ja, oder nicht. Und tschüss. Tschüss. Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut, Alter. Hier der Kommentar von Chris. So, jetzt gibt's, was wäre, wenn man Piranhas einen menschlichen Körper überlässt? Guck mal, Leute, jetzt lernen wir auch nochmal wieder was. Ich bin gespannt. Hier ist Arnold. Ja, hallo, heute Arnold. Zieht es Arnold in den Amazonas, wo er auf Einheimische trifft. Welche? Piranhas. Insgesamt gibt es rund 50 Arten von Piranhas, wobei nur wenige davon Fleisch fressen. Was? Alle anderen sind eher Vegetarier. What? Vegetarische Piranhas, das haben wir nie gehört. Oder fressen Aas. Arnie, was glaubst du, auf welche Art Piranhas du triffst? Richtig, du Streber. Glück für Arnold, Pech für unsere vielen enttäuschten Zuseher. Es gab noch nie einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass ein Piranha einen Menschen attackiert und getötet hat. Ah krass, also ich habe echt Respekt vor Piranhas, weil ich habe mal so einen Film gesehen, da haben die Piranhas alles weggefressen. Die waren so richtig krass drauf. Gut, dann müssen wir so einen Fall eben schaffen. Arnie, komm, spring rein. Wie du sehen kannst, bist du für sie völlig uninteressant. Ja, besser noch, sie haben sogar Angst vor dir. Die Aggressivität der Piranhas hängt von vielen Faktoren ab. Blut. Erster ist die Hitze. Und wie viel Hunger die haben? Wir sie also hinzu. Danke. Diese Hölle würde jeden rasend machen. Während einer Trockenheit sinkt der Wasserspiegel und es ist schwieriger, Fressen zu finden. Und das führt zu... Oh, wie traurig das Krokodil aussieht. Oh, den würde man doch gerne machen, oder? Zum zweiten Faktor, Hunger.
Hungrige Piranhas fressen sogar ihre kranken und schwachen Verwandten. Und wie ordnen wir dich da ein, Arn? What? Dann frisst Willi einfach mal seinen Onkel oder was? Sag mal, wie gehen denn Piranhas ab? Ich wusste nicht, dass das solche kaltblütigen... Doch, eigentlich dachte ich mir das schon. Aber ich hätte niemals gedacht, dass die einfach Brudis töten. Der dritte Faktor für Aggressivität ist, dass sie ihren Laich schützen müssen. Mama und Papa mögen es gar nicht, wenn man die Kinder stört. Das kann ich verstehen. Arni als Appetithäppchen gefällig, meine offene Wunde hinzugefügt und die Piranhas sind ready. Ihre Kiefer sind so beschaffen, dass sie ordentliche Stückchen Fleisch aus ihren Opfern reißen können. Messerscharfe Zähne, 4 bis 5 Millimeter lang, zerschneiden Sehnen und kleine Knochen. Arni, vergiss deine Finger und Zehen. Ja, aber ich habe doch gelernt, dass meine Knochen aus Beton sind. In nur wenigen Minuten hast du ein sauber genagtes Skelett. Das größte Exemplar von Piranhas wiegt gut 1 Kilogramm. Aber wie groß muss ein Kiefer sein, um Arnold mit Haut und Haaren zu fressen? Lass uns die Zahngröße mal um das 6-fache steigern. Solche Zähne könnten leicht Knochen in kleinste Splitter verwandeln. Aha, ja, den Knochen würden sie nicht schaffen, weil aus Beton. Denn Piranhas gelten als Putzkolonne des Amazonas. Arnie, sie lassen absolut nichts verrotten. Naja, außer die Haare. Selbst die Fische wissen, was gut ist, Arnie. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Ja, hat mir gefallen. Teilen und Kanal abonnieren. Ja, ich teile das mit meinen Freunden. Leute, abonniert hier. Dann machen wir direkt weiter, Alter. Arnold gegen Megalodon. Ach auf, Arnold. Ja. Megalodon hat dich verschluckt. Knock, knock, Arnold. Folge dem weißen Hasen. Megalodon gehört zur Haifamilie der Otodontidae. Er ist 15 Meter lang und wiegt gut 50 Tonnen. Damit ist er der gefährlichste Angreifer der Weltmeere. Ja, aber den gibt's doch gar nicht mehr. Und steht ganz oben in der Nahrungskette. Megalodon frisst kleine Wale, die teils sogar größer sind als er. Megalodon ist kein besonders schneller noch ausdauernder Jäger. Daher rammt er seine Opfer und versucht ihnen die Knochen zu brechen und lebenswichtige Organe. Ich habe letztens so ein Video gesehen von so einem Delfin, der ist aus dem Wasser gesprungen und dann kam so ein Orca-Wal und hat ihm voll eine Schelle gegeben. Wie Herz und Lungen zu schädigen. Megalodon hat 276 Zähne. Dies. What? 276? Also der muss aber lange putzen. Sind in 5 Reihen angeordnet. Die größten Zähne sind 19 cm lang. Das ist 3-mal so viel wie bei den weißen Haien. Megalodons Kiefer ist 2 Meter hoch, 2,5 Meter breit und hat eine Bisskraft von 100 Kilonewton. Damit kann Megalodon problemlos das Rückgrat eines Wales zermalmen. Ja, aber bestimmt nicht meine Knochen, weil die sind stärker als Beton. Hey, Schlafmütze, hast du schon wieder halluziniert? Erzähl, wovon hast du geträumt? Megalodon? Der existiert doch gar nicht. Arnold? Ja, aber der existierte mal. Jetzt existiert er nicht mehr, aber den gibt's doch. Oder, hä? Don ist vor mehr als 2 Millionen Jahren aufgrund des kühleren Klimas ausgestorben. Opfer. Oder doch nicht? Daumen hoch und Kanal abonnieren. Das wäre echt sick. Deswegen schwimme ich auch nicht gerne im Meer. Ich denke mir immer, irgendwie kommt da so ein Hai um die Ecke. Ostsee, Nordsee, alles easy. Da ist nichts Gefährliches, außer so hässliche Feuerquallen. Junge, die nerven mich.